Herr Recoach, es wäre soweit. Der Mann im Anzug mit schnellen Schuhen und Sonnenbrille. Was verschafft mir die Ehre? Seit geraumer Zeit beschäftigt mich ein Traum. Es fühlt sich an, als wäre es mehr als ein Traum. Irgendwie ein Rückblick eines vergangenen Lebens. Traum. Rückblick. Vergangenes Leben. Faszinierend. Führen Sie mich durch, Herr Recoach. Ich sehe einen Tempel, wie im antiken Griechenland. Zwei Philosophen, Maximus und... Man gebe mir bitte noch mehr Weintrauben. Ausgezeichnet. Herrlich. Ah, Alexandros, wie ich sehe, wieder einmal den Freuden des Lebens frönend. Du weißt doch, Maximus, nur im Zucker der Weintraube werden wir belebt und können auch so klar denken. Alexandros, unverständlich für die Ohren aller Sterblichen und doch voller Weisheit, gesprochen wie ein wahrer Philosoph, ich bin beeindruckt, wie stets. Maximus, setz dich doch zu mir, aber da unten. Alexandros, voll von dir selbst wie eh und je. Sprich, was beschäftigt dein Gemüt zu dieser Zeit? Weißt du, Maximus, ich hatte gestern einen Traum. Ich radel, schwamm und lief kilometerweit. Aber ich wusste am Ende des Tages nicht, warum. Oh, Alexandros, es klingt wie ein Triathlon des Lebens. Du weißt doch, in den Stunden, in denen die Nachtigall singt, spricht das Unterbewusstsein zu uns. Vielleicht wolltest dir die erste delphische Maxime, erkenne dich selbst, vermitteln. Die Sonne scheint mir entgegen. Ich halte die Frucht des Lebens in der Hand. Maximus, ist das nicht all die Selbsterkenntnis, die es bedarf? Oh, Alexandros, vielleicht suchst du zu oberflächlich. Selbsterkenntnis geht tiefer als unter die Oberfläche deiner faltenreinen Haut. Wie im Triathlon. Wie viele Leute treten an gegen die Zeit oder andere, ohne jemals zu wissen, was sie tun? Maximus, du hast recht. Das ist die wahre Erkenntnis. Bitte begleite mich doch ein paar Schritte, um wirklich mal in die Tiefe zu gehen. Alexandros, es wäre mir ein Vergnügen. Lass mich dir doch berichten von der zweiten Maxime des Orakels, die da lautet, nichts im Übermaß. Das sagt mir zu, aber von was sprichst du da genau? Alexandros, die zweite Maxime lehrt uns, die Balance zu finden im Leben. Nicht zu viel, nicht zu wenig, im Leben wie im Training. Ach sag, und ich dachte, umso mehr ich tue, umso härter ich zu mir selbst bin, umso besser werde ich. Ein wahrer Trugschluss, der schon viele junge wie alte anheimgefallen sind. Was für eine Erkenntnis! Ich muss es noch leben, um es zu verstehen. Alexandros, bist du bereit für die dritte Maxime, die dritte Weisheit des Orakels von Delphi? Lasset hören! Verschreibe dich ganz einer Sache, einer Ideologie und das Leid wird nahe folgen. Zu viel Leid ist zu schlecht. Aber wenn ich eines weiß, aus dem Schlechten entsteht das Gute. Du hast es erkannt, Alexandros. In jedem Schlechten steckt etwas Gutes, in jedem Guten etwas Schlechtes. Gehe weit genug in eine Richtung und du wirst mit deinen Augen deinen eigenen Hinterkopf betrachten. Die Relativitätstheorie lehrt es uns, was immer das sein mag. Das heißt, um den Himmel zu erreichen, muss ich den Höllenweg gehen. Wer vergisst, die andere Seite der Medaille zu betrachten, wird bald in das Loch der ewig schmorenden Hölle fallen. Lasset noch ein paar Schritte uns gehen. Und wir werden darüber im Stillen nachdenken. Alexandros, lass mich dir erzählen, auch ich hatte eine Erscheinung. Es war ein Barde aus zukünftigen Zeiten, gar fein gekleidet, mit schnellen Schuhen und gegelten Haaren. Er sang. Er sang? Meinst du, er ist Triathlet?
trainiert sehr hart. Schwimmen, Radfahren, Lauf ist seine Sportart. Leistung und Zeit treibt ihn an. Sein Ego und Stolz hält ihn stets ran. Das ist es, Alexandros. Hast du es auch gesehen? Das ist ein Zeichen. Hörst du die Klänge? Was ist das? Siehe doch hier! Da ist eine Erscheinung! Und hier bricht sie mal ab. Interessant, interessant, interessant. Wissen Sie, es klingt, als ob Ihr Unterbewusstsein sich sperrt. Eine Barriere, die Sie nicht überschreiten wollen. Aus Angst, Furcht, Vorurteilen, Ego und Stolz. Haben Sie schon mal probiert, hindurchzuschreiten? Unterbewusstsein? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Verständlich, Herr Recoach. Die Erforschung des Unterbewusstseins erfordert einiges an Mut. Und gar hohe Leistungen. Leistung und Zeit treibt mich an. Leistung? Wie viel Watt? Wie viel? Vertrauen Sie mir, Herr Recoach? Vertrauen! Vertrauen tue ich nur mir und meinem Ego. Aber ich habe nichts zu verlieren. Hörst du die Klänge? Was ist das? Siehe doch hier! Da ist eine Erscheinung! Philosophen, reichet mir eure Hand! Tretet ein! In meine Gegenwart, in eure Zukunft! Um endlich Veränderungen hervorzurufen! Der Recoach. Er ist die Brücke zwischen der alten und der neuen Welt. Lass uns ihm entgegenschreiten. Rework symbolisiert die Veränderung, das Schaffen von navigierbarer Struktur aus dem zugrunde liegenden Chaos, der ewige Prozess des Seins. Re steht für den kreativen Akt des Lebens, Zerstörung vom Alten und der Aufbau vom Neuen. Die Festigung und Erhaltung des Guten benötigt ständige Achtsamkeit und Arbeit, benötigt Work. Welcome to Leith. We've landed 15 minutes earlier than planned, and Drew, I would like to say goodbye to you. Thank you for choosing Austin Airlines for this journey. We look forward to welcoming you on board and wish you a sunny day here in Leith.
Nice suit. Thanks. Wir befinden uns hier, Hall of Fame, kein geringer Platz, wo die Athleten repräsentiert werden. Die Sieger der Weltmeisterschaft. Hier zum Beispiel Norman Stadler, was für ein starker Radfahrer. Hat sogar zweimal gewonnen, 2006 und 2004. Eine richtige Legende, auch wieder eine deutsche Legende, würde ich fast sagen. Der nächste Gewinner, Chris McCormick, eine sehr polarisierende Persönlichkeit und hat unseren Sport sehr, sehr gut getan. Wir brauchen mehr solche Athleten. Und der letzte Gewinner war Gustav Iten, ein Norweger. Ein sehr junger Norweger. Ich glaube, 2022 war er 24, 25 Jahre. Man sagte immer früher, man braucht Jahre. Norman Stadler, kann ich mich noch erinnern, der hat gesagt, lass die Jungen reden, die werden das sicherlich nicht schaffen. Dann braucht man Jahre, um überhaupt Kona zu gewinnen. Wenn man denkt, Chris McCormick, wie viele Antritte er gebraucht hat, um endlich einmal Kona zu gewinnen, zur Weltmeister zu werden, weil es einfach eine extreme Herausforderung ist. Und am Ende des Tages kommt dann ein junger Bursche, der nicht einmal gescheit noch einen Ironman gemacht hat, eine Langdistanz, und gewinnt das einfach. Was für eine Entwicklung, nicht nur sportlich, auch persönlich. Und das ist unser Ziel. Es ist eine Reise, die nicht nur einen sportlichen Erfolg verfolgt, sondern auch ein persönliches, geistiges Wachstum. Und dafür steht Rework. Man ist immer auf der Suche nach dem Schatz. Doch der wahre Schatz ist der Zieleinlauf. Man soll den Schatz für sich selbst finden. Lasst uns gemeinsam diesen Schatz suchen. Bob, you know me, you remember me. I do, from Gallant Rock. Yes, 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 definitely. Shoulder Hill. Yes, yes, yes. You are ready for the world champion? Yeah, I am. I'm just going to go out really, really easy. I figure for Dana, I'll try to sit on my feet during a swim. And then when we finish the swim, I'll pedal with one leg for a while just to loosen up. And on the climb, I'll drop for Dano, like yesterday's news, no big deal. Yeah. And my plan is I'll go about 718. 718 is the plan, because it's pretty flat on the bike. And then the run is, I usually run about a 228 marathon, so that's what I figure will be fine. But yeah, I think about 718, 720, something like that. Yeah, perfect, perfect. How about yourself? I think clip-on tie is good. Yeah, thanks. But yeah. I think the biggest question is, yes, Kona or Nizza? I like both. Both are beautiful. Look how pretty this is. This is unbelievable. This is great to be here. This is way easier for people from Europe to get to this race. I think you're going to have way more spectators than we get in Kona, because how do you get there to spectate? You got to fly. You can drive here from all the different countries. It's going to be special. Both events, obviously, I wrote the books on the 25th, 30th, and 40th anniversary of Ironman World Championship from Kona. So I love Kona. Kona's my heritage, but this is wonderful. And being here every year for the women and the men is going to be very special. Perfect. Thank you. Anytime. See you. I'll see you at the finish line. Yes. I'll let you put the wreath on my head. Yeah, perfect. Have a great one. Was für eine diplomatische Antwort. Natürlich gefällt ihm beides, Nizza und Kona. Ich habe keine geringere Frau an meiner Seite, von Jan Frodeno, Emma Frodeno. Sie ist selbst Olympiasiegerin. Und jetzt ist die große Frage, ob sie bereit ist für den letzten Tanz ihres Ehemannes. You are ready for the last dance of your husband? It's pretty hard to imagine that tomorrow is the last day as well, even for me, even though I know. But I'm super excited for him. I've been very nervous as well, but yeah, it's pretty amazing to think that he has come back around and turned everything around and still competing at 42. And I couldn't be more proud of him and to have been such a part of his journey. Bist du bereit? Yes, I am. Ganz toll. Unsere Beziehung ist sehr tiefsinnig und wir brauchen gar nicht so viel
wie soll ich sagen, Zeit miteinander, sondern eher Distanz, weil uns verbindet mehr als nur die Oberfläche. Richtig, genau. Und morgen muss er die Oberfläche am Ende des Rennens auch in den Arm nehmen. Komplett verspitzt. Ja. alles. Er macht alles. Alles für den Athleten. Was für ein Sattel. Richtig kurz. Ich denke, der Max auch hat. Ironman. Paul, das Einzige, was du suchst, bin ich. Bin bestens vorbereitet, alles cool, Spannung steigt, so wie es gehört. Respekt ist vorhanden, aber ich bin mega gut drauf. Geil, wir freuen uns auf eine sehr schöne und richtige Performance von dir morgen und wir werden auf jeden Fall dir in den Arsch treten. Wie wir das kleine gallische Dorf niederreißen. Sehr gut, alles Gute. Alles Gute. Simon David Müller, ein Ex-Athlet von mir, ein Re-Athlet und jetzt aktuell hier für das Triathlon-Magazin als Redakteur. Wie nimmst du bis jetzt, wie kannst du dich in den Athleten auch teilweise hineinversetzen? Wie fühlst du das Rennen, wie fühlst du Nizza? Also erstmal fühle ich Nizza natürlich auch aus einer persönlichen Perspektive, weil das erste große Rennen oder richtig große Rennen, wo wir uns auch beide zusammen darauf vorbereitet haben, war ja die 73 WM 2019 hier. Kurz noch zu Jan Frodeno. Ich glaube, das ist sein letzter Tanz. Ja, es wird sehr, sehr spannend und ich freue mich auch, dass er es irgendwie dann austritt aus der Hölle des Tuns und vielmehr in den Himmel der Beobachtung und des Zurücklehnens eingehen kann und einfach, ja, ich würde auch sagen, er wird dann eigentlich so als Gott, als Triathlon-Gott kann man ihn eigentlich schon bezeichnen, definitiv, und sich zurücklehnt und mehr in die Beobachtung geht. Wie siehst du das irgendwie, oder? Ja, ich glaube, gegen die Bezeichnung haben so ein paar Norweger was. Die können natürlich ihre Legacy noch ein bisschen ausbauen über die nächsten Jahre. Von daher mal gucken, was da kommt. Aber das ist natürlich recht. Also alles, was man so kennengelernt hat über die Jahre im Triathlon, da ist Jan Frodeno natürlich der Maßstab. Ja, also ich glaube auch, dass im familiären Kontext da die Kinder sicherlich sehr dankbar sind und Emma auch. Das ist dann mehr so dieses, ich sag mal, traditionelle Familienleben, was man sich ja auch wünscht. Weswegen man ja auch sagt irgendwie, das ist der Anreiz. Und das sagt er ja auch selber. Er ist es leid, immer Nein zu sagen, Nein zu Fußball mit den Kindern. Ja. Nein zu Sonntagnachmittagen und so. Von daher, das ist sicherlich das Erste, was er dann verändern wird. Ich glaube aber auch, hey komm, du hast so lange auch selbst Sport gemacht, auch Leistungssport, du hast so viele Athleten auch schon betreut. Das wird ihm wahnsinnig schwerfallen. Die Reise beginnt zwar hier in Nizza, aber sie führt uns weiter. Durch die Wellen des Lebens, durch die Straßen der Erfahrung und durch die Gassen der Erleuchtung. Lasst den Triathlon beginnen. Ich kann nicht mehr, ich habe keine Energie. Harry Coach, wir müssen tiefer gehen. Weiter in die Untiefen Ihres Geistes. Sind Sie bereit? Let's do it. Es gibt jetzt nur noch ein Motto. The show must go on. Yo, Papi Rot. Der steinige Weg hat begonnen und die Athleten begeben sich auf den Weg in die Wechselzone, um endlich starten zu können. Es ist endlich soweit. Der Tag ist endlich angebrochen und wir sind alle bereit, um endlich schwimmen, Radfahren und zu laufen. Lass die Geschichte beginnen, die Re-Geschichte. Ja, man sieht eindeutig, die Athleten checken noch einmal die Räder, tun noch einmal alles zusammenpacken. Der eine oder andere schreibt noch die letzte Abschieds-SMS, weil der Tag wird lang. As we say good morning to our men 65 to 69.
Ja, man, man sieht richtig. Alle, alle! Die Leute sind schon richtig voller Adrenalin. Sie freuen sich, das Rennen hat gestartet. What? Hell of a look. Iron Man! Woo! Come on! You got it! Woo! Awesome! That's cool! Wer ist er? Keine Ahnung, aber er freut sich. Iron Man! Abschlusswort! You are an Iron Man! Ich glaube, das Wichtigste im Leben ist der Ausblick, die Perspektive von ganz oben. Und ich denke, das habe ich heute geschafft. Ich werde mehr sehen als alle anderen, wie man hier so sieht. Und ja, wir sind gespannt. Es handelt sich nur noch um wenige Minuten, bis die ersten Athleten aus dem Wasser steigen. Wir sind bereit. An der Côte d'Azur in Nizza, wo die Rui-Geschichte lebt, der Triathlet trainiert mit einem Ziel, das sich seine Pflicht erhebt. Schwimmenrad von Laufen, sein Pfad der Qual, das Orakel von Delphi führt ihn zur Wahl. Erkenne dich selbst, so lautet die erste Mahnung. Triathlet, finde Identität im Rennen, erlange über dich selbst Ahnung. Nichts im Übermaß, die Weisheit im ganzen Leben, Ausgewogenheit im Training, danach sollst du streben. Verschreibe dich ganz und das Leid wird folgen. Sei dem bitte gewahr, es wird deine Medaille vergolden. In die Weltmeisterschaft stürzen sie sich rein mit philosophischem Geist für Nizza und den Sieg allein. In Nizza, wo die Weltgeschichte lebt, beweisen sie, dass die alte Weisheit auch im Triathlon überlebt. Die ersten Athleten haben die 3,8 Kilometer schon absolviert. Die Sonne geht wunderschön auf und wir begeben uns jetzt zur Wechselzone. What is for you triathlon? I like it as a sport because it's it helps me like get through life because it's just enjoyable and it like helps me like mentally. So wie schlimm wir zähnet. So schlimm wir zähnet. Also wir haben wieder die Polizei an meiner Seite, die immer helfen und bereit sind für alles, auch in Nizza, auch in Frankreich. Und meine Frage an dich ist mal mehr oder weniger, wie gefällt es dir und hast du mal Lust, auch hier zu starten? Moi, oui, pour Romain, je trouve que c'est un événement génial. Je rêve de faire ça un jour, ça c'est clair. Mais je ferai ça seulement si c'est lui mon coach. Also er hat gesagt, es gefällt ihm sehr, sehr gut und er hat sich sehr
motivierende Ausblicke, mehr oder weniger. Und das Einzige, was er gesagt hat, ist, er wird auf jeden Fall einmal sowas starten wollen, nur wenn ich sein Coach bin. Und daraufhin gebe ich ihm meine Visitenkarte und melde dich einfach. Du hast schon mal die Grundvoraussetzung für einen Re-Athleten von der Muskulatur. Und ich sage, los geht's. Rework. Skirt on, dip my body in glitter. Flat platform sneakers, all the boys want a picture. Two foreign cars, I make rich look richer. Save your breath, baby, I'm not going home with y'all. Ja, die Athleten befinden sich jetzt alle auf der Radstrecke und ja, ein bisschen Zeit für Repissness. Schauen wir uns mal die Börse an, der Markt. Ja. Ah, wer ruft mich denn da an? Ah, ist immer gut, wenn man von meinen nicht privaten Handy angerufen wird. Felix Rüdiger, servus. Schön von dir zu hören, wir haben das ja schon besprochen. Vorher auf der Yacht. Ja, servus. Ich stehe jetzt bei der James 2. Felix, lasst mich rein, dann können wir über die Pläne sprechen bezüglich ja, Jan Frodeno, wie es weitergehen soll. Dann besprechen wir alles. Passt, ich stehe vorher am Boot. Bis gleich. Und ich habe da einige Pläne, einige schöne Zukunftspläne. Habt ihr mir schon ein Angebot geschickt oder euch Gedanken gemacht? Dann bitte lasst mich teilhaben, weil der Jan würde super in das Re-Team passen, in Rework als Coach. Okay, das wäre euer Angebot. Passt, okay. Ja, machen wir 2 Millionen im Jahr und dafür ist er der Re-Coach. Passt, wir hören uns und sehen uns. Ich liebe es, wenn Pläne aufgehen. Hat wer Feuer? Der Re-Manager. In ihnen stecken viele Facetten. Wer sind sie? Was schlummert hier? Wer ich bin? Ich lebe ständig in einer Unzufriedenheit. Mein Selbstwertgefühl hängt von äußeren Erfolgen ab, von Zeit, Leistung und Druck. Es gibt kein Zurück mehr. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich muss mich endlich selbst erkennen und mein Unterbewusstsein aufzuarbeiten, meine Vergangenheit, mein vergangenes Leben. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte endlich aus diesem Teufelsrad austreten, um endlich Glück und Liebe zu erleben und nicht mehr nur im Leid sein, im Bösen, in der Hässlichkeit. Weg von der Perfektion, von der Gier, nach Macht, nach mehr. Leiden ist nur subjektiv. Was ich ändern kann, ist meine Einstellung. Ich muss es endlich in der Wurzel packen, um all das Leid aufzulösen, um endlich erlöst zu werden. Und ich möchte raus aus diesem Perfektionismus. Es ist für mich wie ein schwarzes Loch, das mich ständig aussaugt. Eines habe ich erkannt. Es ist nicht entscheidend, das Ziel zu erreichen, sondern vielmehr der Weg dorthin. Und ich frage mich oft, ist der Weg das Ziel? Weil das andere scheint mir doch fragil. Man muss verbrennen, um am Ende des Tages aufzusteigen wie der Phönix. Und wir wissen, aus dem Schlechten entsteht das Gute. Eine hohe Welle, kleine Welle. Ich möchte einfach das Wasser sein. Um zu sein, um einfach nur zu sein. Herr Re-Coach, Sie sind ein Enigma, ein verschlossener Tresor. Ihre Worte ergeben. Haben Sie schon mal probiert, es zu malen? Zu malen? Es in Bilder zu gießen? Ah, oh, cool.
Endlich, wir befinden uns auf der Laufstrecke, die malerischen Gassen von Nizza. Und ich sage euch eins, es ist brühend heiß. Die Athleten schwitzen und sie sind fast schon durch. Hallo? Ich glaube, die ist defekt. Entschuldigung, die ist defekt, die Ampel. Also, ich habe mehrere Persönlichkeiten und ich glaube jetzt da ein bisschen der Businessman oder der die Wirtschaft ein bisschen antreiben will, sagen wir es einmal so, müsste jetzt eigentlich andere arbeiten lassen. Ich müsste ihm einfach ein Reshirt geben, ein Couple von mir und er ist happy, oder? Geil, so ein lieber Kerl, er freut sich, ich finde das schön. Super, sehr schön, beißen, komm! Ja, Georg Etzenberger ist gerade vorbei. Er schaut sehr angespannt aus, er seid sehr angespannt. Du kennst ihn ja näher, sehr gut sogar. Was würdest du sagen, wie fühlt es sich gerade für dich so an? Leidest du auch oder wie geht's dir? Ich glaube, mir geht es nicht so schlecht wie ihm. Natürlich fühle ich es ja mit, aber er schaut nicht so schlecht aus. Er hat leider einen Watschen gehabt beim Radfahren. Okay. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen was rausholen. Also, ich hoffe, das Beste. Geil, bitte, hol noch aus ihm alles heraus. Und ich glaube, auch danach musst du ihn auch noch richtig pflegen und hegen, damit er sich auch dementsprechend wiederholen kann. Danke dir. Wir sind auf den Aufstieg. Auf die andere Seite. Ist es die schönere? Wir wissen es nicht. Es ist beides schön. Erzähl uns deine Lebensgeschichte. Meine Lebensgeschichte? Ach, die ist lang. Also, nee, ich habe eine Challenge gesucht. Habe mich gefragt, ob ich damit über die Alpen fahren kann. Mit meinem Wohnwagen, den ich mir mal... Das war so ein Spaßprojekt. Das ist jetzt ein bisschen ausgeartet, dass ich jetzt hierher damit fahre. Ja, von Norddeutschland, 1500 Kilometer hierher. Einfach eine Challenge zu setzen, wo man nicht weiß, ob man es schafft, damit man sich mal persönlich weiterentwickelt. Und diese ganzen persönlichen Limitierungen, die man sich immer selbst erzählt, anderen zu zeigen, dass das alles Quatsch ist. Also. Und Triathleten, viele, die nehmen sich alle viel zu ernst. Man muss auch mal ein bisschen... Ich fühle es sehr. Ja, absolut. Genau. Entschuldigung, dass ich unterbricht, aber man sieht dann so, du bist eigentlich geil, du tust da jetzt einfach kochen. Ja. Und so quasi, ich brauche keine Küche, weil die Küche bin eigentlich ich. Ja. Wie geil bist du eigentlich? Du bist der Iron Man eigentlich. Du bist der wahre Iron Man und wir können uns eigentlich von ihm eine Scheibe abschneiden. Ich habe keinen geringeren an meiner Seite als Dan Lorang. Danke, dass du da bist. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Heute ist ja die letzte Reise, würde ich fast sagen, für Frodo. Ein letztes Abenteuer, ein Abschluss für ihn. Wie gehst du damit um? Und wie lief bis jetzt das Rennen für dich persönlich vor allem? Naja, wir wussten ja, es ist das letzte Rennen. Das heißt von Anfang an schon eher was Emotionales, nachdem wir so lange zusammenarbeiten. Auf der anderen Seite haben wir auch versucht, oder ich zumindest, das auch irgendwo ein bisschen zur Seite zu legen, weil es ja doch nochmal eine Weltmeisterschaft ist und man wollte hier nochmal ein gutes Ergebnis haben. Und wie der Wettkampf jetzt gelaufen ist, beim Schwimmen war ja noch alles gut und dann hat man irgendwie gesehen, beim Radfahren, es geht Jan anscheinend nicht gut. Er hat seine Muskeln recht früh ausgeschüttelt, er ist weiter zurückgefallen, also war nicht so der Jan, den wir gekannt haben. Und da habe ich schon vermutet, das wird schwierig und ja, so ist dann gekommen. Wir wissen jetzt noch nicht genau, wieso, weshalb, warum. Aber er hat dann für sich entschlossen beim Laufen, okay, bringt das jetzt ins Ziel, einfach um auch den Zuschauern gerecht zu werden, seinen Fans gerecht zu werden. Aber natürlich hätte man sich das auch anders vorgestellt, aber ich denke, am Ende des Tages wird das nicht seine Karriere trüben, sondern es wäre das i-Tüpfelchen gewesen. Und so wird er, sage ich mal, abtreten, aber kann wirklich eine sehr erfolgreiche Karriere als Athlet vorzeigen, wovon ich ihn 11 Jahre begleiten durfte. Das sehe ich genauso und ich glaube auch, dass das vielleicht der viel schönere Abschluss ist, weil...
es geht nicht immer ums Gewinnen am Ende des Tages, oder? Es geht um Weiterentwicklung. Und ich glaube auch, dass der Jan sehr, sehr viel erreicht hat. Oder ihr beide, ihr könnt euch eigentlich zurücklehnen. Vor allem Jan kann sich jetzt zurücklehnen und nicht mehr als handelnde Person ins Geschehen eintreten, sondern viel mehr als Beobachter zurück und vielleicht auch in der Zukunft für die Triathlon von meiner Familie, für seine Familie viel mehr bewirken, als er tatsächlich gerade im Tun ist. Das sehe ich auch genauso. Absolut. Also ich denke, da ist sehr viel Wahres drin sehe ich genauso. Von dem her, schauen wir einfach mal, was die Zukunft für Jan bringt. Und vielleicht ist es ja auch gut so, dass er einfach weiß, okay, das war es halt jetzt und that's genau, it. Genau. Ja. Danke dir. Um die Wirklichkeit wirklich wahrzunehmen, braucht man mehrere Perspektiven. Nicht nur meine oder die von den Athleten, sondern auch die von den Re-Athleten, von den Zuschauern. Christian, ganz ehrlich, wie gefällt es dir bis jetzt hier? Ich habe keine Ahnung, was die ganzen Leute machen. Wie geht's da? Gut. Super. Na, lauf weiter, schaut wirklich gut aus. Super kraut. So we work! Yeah, let's go guys! You can do it! We work first! Okay, passt. Hey, Jan, warte, du hast es vergessen. Jan, meine Visitenkarte. Jan, warte. Meine Visitenkarte. Du hast meine Visitenkarte vergessen, warte. Machen wir was. Da, Markus! Wo ist Ich bin nur froh, dass ich irgendwie ins Ziel gekommen bin. Es war so hart, aber voll geil da nicht so. Also, der Retest ist, ob das Unterbewusstsein ausreichend angesteuert wurde und sie diesen Satz zu Ende bringen. You are? Iron Man. Yes. Okay. You are? Iron Man. You are? An Iron Man. No. You are very beautiful. Thank you. Muss auch Opfer bringen. Das Laufen war ein großes Opfer. Nur das Laufen? Wie war es, ehrlich? Ja, also Schwimmen war, das war irgendwer anderer, das war nicht ich. Schön. Das war eine zweite Persönlichkeit. Anscheinend der geschwommen ist, hat einen guten Schwimmtrainer, ja. Das Radfahren war, ist eine coole Strecke und ich denke, jeder, der da gesund und heil wieder ankommt und da wieder herkommt, ist ein super Biker, abgesehen von den Pros, ja. Also die sind sowieso super. sind alle super. Und übers Laufen möchte ich nicht reden. Neigst du im Stillen? Nein, da bin ich nur zu, sagen wir mal so, es ist viermal so heftig gewesen wie Kärnten. Also das hundertprozentig.
Es wird wohl nicht so schlimm werden. Ne? Nicht so schlimm. Also Klagenfurt gefühlt viermal das Event da. Das war... Und morgen machen wir keinen Sport. Morgen machen wir anderes Leben. Anderes Leben, ja. Das es reicht für heute. You are? Du bien feliz, tranquilo, chévere, bacano, legal, on est la liga. You are? An Iron Man. You are? Ricky Tiki Tembo, no sarembo, chari ari wachi, pipperi pembo. You are? Oui, bonsoir. Iron Man, you are Iron Man. You are? An Iron Man. You are? An Iron Man. Wie ist dir gegangen? Was hast du erlebt? Lass uns deine Perspektive teilhaben. Also es war unglaublich aufregend in der Früh vor dem Start. Immerhin ist es eine Weltmeisterschaft und da muss man den notwendigen Respekt haben und die notwendige Demut, die Ernsthaftigkeit. Und Schwimmen war total okay. Also das Radfahren mega hart, jetzt habe ich gewusst, wäre ja auf Trainingslager da, aber ich habe die Strecken sehr genau kennt. Sowohl von den Höhenmetern unglaublich, als auch von den Bergabfahrten riskant zum Fahren, also mit Hirn zum Fahren, ist aber sehr gut gegangen. Der Marathon war für mich persönlich mega brutal. Warum er mega brutal ist, ist eine persönliche Geschichte mit Graf Montezuma. Aber ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich habe jetzt meine dritte Weltmeisterschaftsmedaille zu Hause und hat das motiviert. Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Du bist den Höllenweg gegangen, kannst dich jetzt zurücklehnen, ja, im Himmel und relaxen und entspannen. Ich freue mich richtig jetzt auf die Off-Season. Das glaube ich dir. Am Ende dieses epischen Tages, der in der frühen Morgenstunden begann, erinnern wir uns daran, dass jede Geschichte ihren Schlusspunkt findet. Nur um Raum zu schaffen. Raum für einen neuen Anfang. Während wir in der Vergangenheit verweilen, erkennen wir, dass die Weltmeisterschaft niemals ein greifbarer Ort sein wird. Sie existiert in uns als Essenz. Mein Rat an euch, niemals an etwas klammern. Denn die Beständigkeit, die wir stetig suchen, ist eine reine Illusion. Alles ist fließend, so wie das Meer. Und diese Flüssigkeit ist die wahre Natur des Lebens. Seid wie das Meer. Lasst euch von den Wellen des Lebens tragen und findet darin, in dieser Bewegung, eure Freiheit. Rework.
Der Prozess ist abgeschlossen und der Recoach ist auferstanden. Er hat die drei Maximen von Delphi verinnerlicht und tritt hoffentlich in ein neues Leben ein. Die erste Maxime lehrt uns, erkennt euch selbst. Wer keinerlei Kenntnis über sich, seine innere Prägung, seine Eigenschaften hat, ist machtlos. Er ist wie eine Fahne im Wind, getragen von den stetigen Gezeiten der Umwelt, machtlos im Angesicht des Unvorhersehbaren. Erkennt euch selbst und lenkt euer eigenes Schicksal. Die zweite Maxime lehrt uns nichts im Überfluss. Alles Gute hat einen schlechten Kern und alles Schlechte kann zum Guten führen. Je nach Umstand, je nach Kontext. Verfolge eine Sache zu sehr in eine Richtung und du endest am anderen Ort. Die dritte Maxime lehrt uns, sich niemals einer Sache vollends zu verschreiben. Wer einer Ideologie bis ins Letzte folgt, wird blind. Mit Scheuklappen von Unverständnis und Ignoranz vergessen wir, auf andere zu hören, andere Sichtweisen anzuerkennen, links und rechts zu schauen und vollständig zu werden. Die drei Maximen sind die Grundlage eines verständnisvollen Lebens. Der Weg zur Heilung. Und den Triathlon herbei. Alex Greb ist on the mic. Er ist Triathlet und trainiert sehr hart. Schwimmen, Radfahren, Laufen ist sein Sportart. Leistung und Zeit treibt ihn an sein Ego. Stolz hält ihn stets ran. Der Wettkampf ruft, er springt ins Wasser rein. Bereit für die Herausforderung, sein Kopf, das ist kein Schein. Die Hügel und Täler kommen und gehen. Doch er bleibt stark, er bleibt niemals stehen. Triathlet und Triathlet, du wahrer Held. Mit R und Carbon in deiner Welt. Kämpfe um deine Grenzen, sehr unbeirrt, in jedem Moment stets fokussiert. Die Zuschauer am Straßenrand, ihr Applaus ist sein Lohn. Der Triathlet im Wettkampf-Süd, ein wahrer Champion. Der Ruhm von kurzer Dauer, das ist die wahre Trauer. Genieße den Moment oder werde schlauer. Doch ein Ziel zu gelangen, brauchst du kein Verlangen. Nur durch den Schmerz wirst du es erlangen. Lass mich dich fragen, ist der Weg das Ziel? Alles andere scheint mir doch fragil. Triathlet, oh Triathlet, oh wahrer Held. Mit R und Carbon in deiner Welt. Kämpfe um deine Grenzen, sehr unbeirrt. In jedem Moment stets fokussiert. Das Kollektiv ist nichts wert. Die Individualität ist sein Schwert. Der Mittelpunkt, wie könnte es anders sein? Das ist er, es fällt ihm nicht schwer. Die Zeit, sie ist aller Dinge das Maß. Sie nicht zu erreichen, macht ihm richtig Hass. Doch eines sei gesagt, aus dem Schlechten steht das Gute. Der Triathlet, ein netter Kerl, hat's im Blute. Triathlet, oh wahrer Held. Mit R und Carbon in deiner Welt. Kämpfe um deine Grenzen, sehr unbeirrt, in jedem Moment stets fokussiert. Trainiert mit einem Ziel, das sich seine Pflicht erhebt. Schwimmen, Radfahren, Laufen, sein Pfad der Qual, das Orakel von Delphi führt ihn zur Wahl. Erkenne dich selbst, so lautet die erste Mahnung. Triathlet, finde Identität im Rennen, erlange über dich selbst Ahnung. Nichts im Übermaß, die Weisheit im ganzen Leben, Ausgewogenheit im Training, danach sollst du streben. Verschreibe dich ganz und das Leid wird folgen. Sei dem bitte gewahr, es wird deine Medaille vergolden. Rework, work mit Triathlet. Rework, work mit Triathlet. Rework, work mit Triathlet. It's the R to the E to the W. Rework, work, work mit Triathlet. Now come on, rework, work mit Triathlet. Let's give it up. Work, work mit Triathlet. It's the R to the E to the W. Rework.